So, und das letzte. Dann ist die fette Tür offen. Bogen freigeschaltet. Nochmal. Wie kann ich sie ja übersehen? Stark genug. Und mit Schwung.
Das war wirklich knapp. Die Statue muss der unsterbliche Prophet sein. Und das zeigt den Exodus seines Volkes aus der Wüste von Syrien. Sie siedelten in einem verborgenen Tal und bauten eine große Stadt. Gitesh. Zum Schutze der Stadt und des Volkes stellte der Prophet eine Armee von Kriegern auf. Aber was ist hierauf zu sehen? Sie halten da nicht die göttliche Quelle. Etwas anderes, aber was? Und seine Krieger schmiedeten für ihn einen Atlas, auf das der Prophet stets seine Stadt kenne und seine Geheimnisse. Eine Karte der Stadt. Vielleicht zeigt sie den Weg zur göttlichen Quelle. Grab gefunden. Außer dem Artefakt. Ein Wunder, dass das hier alles noch steht. Die optimale Zahl. Bleib sofort stehen! Ganz ruhig. Ganz ruhig. Du weißt, ich bin nicht von Trinity. Warum sollten wir dir glauben? Ich bin mit einem von euch geflohen. Der Mann hieß Jacob. Wo ist er jetzt? Wir waren zusammen, wurden aber in den Minen getrennt. Sie hat ihn umgebracht! Nein! Nein, 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 nein! Jacob würde niemals einer Fremden trauen. Bitte, hör doch, ich bin nicht euer Feind. Ich hab dich gewarnt. Du hättest abhauen sollen. Sophia! Es reicht! Warte! Ich dachte, du wärst tot. Ich bin froh, dass sie es geschafft haben. Vergeben Sie, Sophia, es ist. Vorsichtig. An ihrer Stelle wäre ich genauso. Was hast du herausgefunden? Trinity ist auf dem Vormarsch. Wir müssen uns vorbereiten. Sie? Das ist deine Freundin. Auf mein Wort. Dir wird nichts geschehen.
Diese Ruinen. Die verlorene Stadt muss in der Nähe sein. Los. Uns bleibt nicht viel Zeit. Waffenlager vorbereiten. Sichert die Festungsmauern. Jetzt! Sie sind fast hier. Und in der Überzahl. Die Kinder und Alten sind am meisten gefährdet. Geht. Und bringt sie in die Katakomben. Macht die Feuer an. Das Tal muss alarmiert werden. Unglaublich. Sophia, sammle unsere Krieger und triff mich dann oben im Dorf. Geh nicht wieder weg, Vater. Es gibt viel zu tun. Wir hätten mehr Zeit. Später. Ich tue, was ich kann, um zu helfen. Zurechtkommen, was wir haben. Ja, wenn Sie Pfeilspitzen für die Schlacht. Nein, ich versuche den Ausguck zu reparieren. Soll das ganze Ding einstürzen, wenn der Wind auffrischt? Halt einfach nur die Augen auf. Wir können jeden Augenblick hier sein. Hallo. Wir könnten Hilfe brauchen, falls Sie deshalb hier sind. Ich möchte helfen. Was kann ich tun? Wir wollen möglichst viele der Türme verstärken. Sie wurden letztes Jahr bei den Überschwemmungen stark beschädigt. Die Reparaturen laufen schon. Aber ich brauche weiteren Nachschub aus dem Tal. Wenn wir die Türme reparieren können, sind wir den Eindringlingen gegenüber im Vorteil und können die oberen Ebenen der zerstörten Türme erreichen. Helfen Sie uns? Ich versuch's. Danke. Bringen Sie alles zu mir, wenn Sie es gefunden haben. Haben Sie den Nachschub, den wir brauchen? Reicht das? Gut, gut. Lassen Sie einen Teil der Sachen in dem Korb da. Dann können wir die Reparatur beenden. Aber den Rest der Sachen müssten Sie bitte runter zum Turm am Seeufer bringen. Kommen Sie anschließend wieder zu mir. Das reicht nicht. Wir müssen improvisieren. Lara, tut mir leid, wenn Sophia etwas unfreundlich war. Kein Problem. Ein Glück, dass Sie da waren, um für mich zu bürgen. Meine Leute kämpfen seit Jahrzehnten gegen Fremde. Die Gewohnheit legt man nicht leicht ab. Vielleicht können Sie ja bei den Vorbereitungen helfen. Ein bisschen harte Arbeit kann schon viel Vertrauen bewirken. Mal sehen, was ich tun kann. Jacob sammelt Kämpfer oben im Dorf, um ihre Aufmerksamkeit dorthin zu lenken. Die Kinder und die, die zu alt zum Kämpfen sind, sind in den Katakomben der Akropolis sicher. Ich gehe dorthin, sobald hier alles vorbereitet ist. Du hast gesagt, sie sind schwer bewaffnet. Wie können wir erwarten, sie zu schlagen? Im offenen Kampf können wir nicht gewinnen. Sie werden uns schnell und hart treffen und uns Verluste zufügen. Sie hoffen, uns beim ersten Angriff zu vernichten. Aber wir werden ihre Ungeduld zu unserem Vorteil nutzen. Das wird ein langer Kampf werden. Wenn wir überleben wollen, müssen wir sie langsam und strategisch zermürben. Wir lassen sie aus 100 Wunden bluten, bis sie nicht mehr können. Nur dann werden wir siegreich sein. Fürs Erste entzünden wir die Feuer und warnen die anderen im Tal. Heute siegen wir durch Überleben. Sammelt so viel Munition und Vorräte, wie ihr könnt. Versteckt sie in den Höhlen und Ruinen. Wenn ihr eure Aufgaben erfüllt habt, sammelt euch oben im Dorf. Verstanden? Ja! Verstanden! Gut. Geht jetzt. Möge der Prophet mit euch sein. Hallo. Oh, hallo. Hallo. Kann ich etwas für dich tun? Ich weiß, du hast zu tun. Trinity wird bald hier sein. Es gibt noch viel zu tun. Aber ich möchte helfen.
Lass mich zeigen, dass ich auf eurer Seite bin. Tut mir leid. Das ist keine leichte Zeit für uns. Ich sehe, dass du es gut meinst, aber guter Wille allein reicht hier nicht zum Überleben. Seid ihr sicher, dass das Kiefernharz brennt? Du hättest die Letzten sehen sollen. Die haben wir gar nicht mehr ausgekriegt. Selbst wenn nicht. Der Gestank allein müsste reichen, um sie zu vertreiben. Hallo. 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 Lara, ich könnte Hilfe brauchen. Unser Volk ist weit über das Tal verstreut. Wenn Sie das Signalfeuer entzünden, wissen Sie, dass Gefahr droht. Ich tue, was ich kann. Sobald das Feuer brennt, werden Sie wissen, was zu tun ist. Endlich. Bin nicht gelandet. Ah. Sie da. Vielleicht können Sie uns bei diesen Maschinen helfen. Erstmal ein paar Türmchen zu errichten. Ich habe die Vorräte beim anderen Turm gelassen. Dieser hier scheint fertig zu sein. Ist er, dank ihm.
Jetzt sind wir den Eindringlingen gegenüber im Vorteil. Wir brauchen, was wir kriegen können. Sie sollten auf den Turm klettern, dann haben sie einen besseren Blick über das Tal. Ich tue, was ich kann. Bevor wir hier fertig sind, gehen wir die Nägel aus. Wir können noch mehr aus den alten Hütten nehmen. Aus denen, die wir nicht mehr brauchen. Kann der Schmied nicht noch welche machen? Ich brauche ein paar Dutzend. Ich grüße Sie. So viele Pfeilspitzen, wie er kann, bevor sie eintreffen. Verzichte ich lieber auf Nägel. Das reicht nicht. Wir müssen improvisieren. Es muss noch mehr geben. Ich schicke jemanden auf die Suche. Ich denke, ich kann noch 4, vielleicht 5 Bleche für die Barrikaden schneiden. Dann brauchen wir noch. Das wird ein Problem. Nach 2 Jahren im Sommer habe ich die letzten Zylinder aus dem Schiff gebracht. Hallo. Wie haben Sie hierher gefunden? Was bringt Sie hierher? Ein Krieg kommt. Wir müssen uns vorbereiten. Die Sowjets haben alles zurückgelassen, als wir sie vertrieben haben. Das meiste ist nur Müll. Aber man kann immer noch kleine Schätze finden. Wie läuft es mit dem Schneiden? Langsam. Man muss aufpassen. Durch den Rost gibt es Schwachstellen. Wir hätten das Metall im Regen trocken halten müssen. Bei der Überschwemmung letztes Jahr mussten wir mit den Blechen das Dach abdichten. Nimm, was du findest. Oh.
Mal schauen, was hier gibt. Da unten muss irgendetwas sein. Erstaunlich. Diese Architektur ist älter als die orthodoxe Kirche. Was haben die hier gemacht? Eine goldene Gürtelschnalle. Dekorativ, aber auch robust und funktional. Sie gehört wohl zu einer Militäruniform. Ich habe meine Frau in der Obhut dieser Ärzte gelassen. Die Krankheit verschlimmerte sich wie befürchtet. Ihre Haut wurde schuppig und sie verlor das Gefühl in den Gliedmaßen. Sie sagen, man könne nichts für sie tun, außer ihre Schmerzen zu lindern und ihr das Dahinscheiden zu erleichtern. Aber sie muss der Stadt fernbleiben. Mir fernbleiben. Meine Frau stirbt und in dieser Welt werde ich sie nie wiedersehen. Ich werde in die nächste eilen. Zu ihr. Haus der Kranken. Ich muss wohl dieses Gewicht mit der Plattform verbinden. Irgendwo muss da. Irgendwie sieht das ein bisschen wie Flaschenzug aus.